Der finanziell schwer angeschlagene Drittligist 1. FC Kaiserslautern hat durch Fanunterstützung rund 3 Millionen Euro eingenommen. Wie die Pfälzer am Freitag mitteilten, kamen durch die sogenannte Betze-Anleihe 2 und eine Crowdlending-Aktion zwischen dem 10. und 30. April 3.014.100 Euro zusammen. Wir können nur ein riesengroßes Dankeschön an alle aussprechen, die sich beteiligt haben. Wir wissen, dass dies keinesfalls selbstverständlich ist, aber gerade das macht einen Traditionsclub wie den FCK aus, sagte der kaufmännische Geschäftsführer Michael Klatt. Meistgelesene Artikel: Fußball, Bundesliga. Leipzig verspielt Sieg in Mainz. Fußball, Bundesliga entscheidenden Joker das Titelrennen. Int: Fußball, Premier League. Bayern Flop. Heuberg blüht auf. Fußball 2. Bundesliga. Kurioser Protest von Paulus Kalla. Fußball, Bundesliga. Wie geht es mit Kovac weiter? Der Traditionsverein braucht bis Ende Mai mehrere Millionen Euro, um die Lizenz vom Deutschen Fußballbund DFB zu erhalten. Schon am Vortag hatten die Lauterer den Weg für den Einstieg von Investor Flavio Becker freigemacht. Der fünfköpfige Beirat der Kapitalgesellschaft sowie der Vorstand des Vereins sprachen sich nach einer Sitzung mit der Geschäftsführung für ein mögliches Engagement des Luxemburger Immobilienkaufmanns beim viermaligen deutschen Meister aus. Nach Informationen des Fachmagazins Kicker und des SWR nimmt Becker jedoch schon jetzt massiv Einfluss im Club. Demnach machte es der Investor zur Bedingung, dass der Vertrag mit Sportgeschäftsführer Martin Bader verlängert wird. Am Donnerstag sprach der Beirat Bader wie auch Klatt das Vertrauen aus. Zudem fordere Becker, dass das Beiratsmitglied Michael Lüttich bis zum kommenden Montag, 6. Mai, zurücktrete. Punkt. Let's Block jetzt.